Am 10. Februar entführte Profi-Freerider Flo Early auf eine Reise in die Welt des Extremsports und gab einen Einblick in sein Leben als Snowboard-Freeride-Profi. Fast alle bringen Freeride mit Risiko in Verbindung. Ich finde das auch eine falsche Assoziation. Freeride soll eigentlich Spaß sein, im Gelände draußen, in der Natur, Tiefschnee genießen. Natürlich sind wir auf der Freeride World Tour und in unserem Job die Spitze des Eisbergs und machen auch extreme Sachen, die risikoreich sind. Aber wir haben das entsprechende Risikomanager dazu. Ich glaube, der Hobby-Freerider sollte nicht unbedingt bei Freeriden als erstes an Risiko denken. Das war eigentlich ein falscher Ansatz. Was wäre der richtige Ansatz? Jeder, der schwarze Piste hier im Skigebiet bewältigen kann, der kann auch Freeriden gehen. Wichtig war halt, dass er sich mit den Gefahren, die es draußen abseits der Piste gibt, auch auseinandersetzt. Und das tut man am besten am Anfang, indem man sich einen Guide nimmt, hier in der Skischule oder einen Bergführer, der ihm dann auch die richtige Ausrüstung verschafft und der das ganze Know-how ein bisschen beibringt. Der ihm zeigt, wie man einen Lawinenlagebericht liest und wie man einfach im Gelände draußen sicher unterwegs ist. Und wenn man die Sachen weiß, dann ist man richtig am Start. Viel Know-how schützt gleichzeitig vor vermeidbaren Unfällen im Gelände. Wer sich ein bisschen auskennt im Schnee, der weiß, dass wir heuer einen lawinentechnisch sehr ungünstigen Winter haben mit sehr geringen Schneemengen im Frühwinter. Wenn wir sehr geringe Schneemengen haben im Frühwinter, dann werden es eigentlich fast automatisch auch Winter mit vielen Lawinenabgängen. Und man muss einfach in diesem Winter besonders vorsichtig sein. Und viele Menschen trauen sich einfach mehr zu, als sie können. Fahren über ihre Verhältnisse, denken, aha, Lawine warst du für 3, da kann man eh alles machen. Das ist einfach falsch. Es muss jeder, der ins Gelände geht, ein Risikomanagement betreiben können. Wenn er das nicht kann, muss er sich einfach einen erfahrenen Guide nehmen, weil sonst begibt er sich und andere in Gefahr. Einige der Regeln, um sicheren Spaß im freien Skiraum zu haben, erklärte Flo Early bei seinem Vortrag. Unterstützung erhielt er vom Ischgler Bergführer und Skilehrer Hannes Walser, der eindrucksvoll demonstrierte, wie vielfältig und abwechslungsreich die Freeride-Möglichkeiten in Ischgl und den Paznaun sind.